Hallo und willkommen zu World of Tanks. Etwas ganz Neues, wir machen etwas anderes. Und zwar gibt es ab sofort jede Woche eine Themenrunde. Diese Woche werden wir ausschließlich mit T1 und T2 Panzern fahren. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier schon mit unseren superschönen Leichttraktoren versammelt. Wir werden auch dann während der Folgen immer wieder was zu den Panzern erzählen, womit wir dann unterwegs sind. Die normale Gefechtsrunde, die wir bisher immer gefahren sind, wird auch noch weitergeführt. Da muss ich aber einfach mal schauen, wie ich das von der Zeit hinkriege und in welchen Abständen die dann erscheinen wird. Dana wird dann nicht mehr mit dabei sein. Vielleicht je nachdem, wie sie ihre Zeit findet, auch nochmal kurz mit einspringen. Sie ist ja nicht weg vom Fenster, sondern es ist halt einfach so, dass wir zeitlich gucken müssen, dass wir das alles auf die Reihe kriegen, auch vom Rendern her. Die Aufnahmen sind ja nicht so wild, sondern die Nachproduktion dauert halt immer relativ lange. So eine Gefechtswoche werden wir jetzt immer komplett in einem Rutsch aufnehmen und dann kommt sonntags eine Vorstellung, so wie wir diese hier gerade machen. Dann halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine ganz normale Folge mit zwei Runden, wo wir uns dann die Gegner schnappen und flachlegen. Und jetzt darf die Dana auch mal zu Wort kommen in der ersten Vorstellung, weil ich will ja keinen Monolog führen hier. Ich kann jetzt irgendwie falsch mit dem Flachlegen. Wir wollen den Gegner an den Kragen gehen. Flachlegen ist halt irgendwas anderes. Das, ja, genau. Da kann man sich jetzt dazu denken, was man will. Ja. Ja, diese wunderschönen kleinen Knutschkugeln hier wurden in den 1930er Jahren irgendwann mal gebaut und letztendlich aber auch nur 4 von produziert. Das war irgendwie mehr so ein Versuchskaninchen und ein Panzer möchte ich das Ding eigentlich auch nicht nennen. Ihr seht ja selber. Das ist ein Leichttraktor. Ja. Ja. Das Spiel heißt aber World of Tanks. Ja, und nicht World of Leichttraktor. Wie dem auch sei. Es wird dann in der darauffolgenden Woche sonntags halt, wie gesagt, auch immer die neue Vorstellung geben. Da werden wir dann auch immer explizit eine Frage zur Vorwoche stellen. Und derjenige, der als erster die richtige Antwort einschickt, an eine vorgegebene E-Mail-Adresse, gewinnt dann auch 500 Gold. Das wollen wir also jede Woche machen. Und da ist halt der Schnellste der Glückliche, da gibt es auch kein Zutun. Ne? Das ist halt nach Posteingang bei mir im E-Mail-Fach und dann wird es ausgelost. Da wird er rausgefischt und bekommt am gleichen Tag auch noch seine 500 Gold als Bonuscode von uns. So, damit ich Dana gleich mal direkt zeigen kann, wo der Frosch die Locken hat, werden wir in dieser Vorstellungsrunde uns immer noch dreckig einen geben. An deiner Stelle würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Tschüss. Ich muss nachladen. Ich weiß, das war gemein. Dezent. Aber du kannst dich nächste Woche Sonntag rächen. In diesem Sinne. Bis zum ersten Gefecht. Tschüss. Tschüss.